Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir sind wieder zurück und ich hoffe, dass diese Folge wieder ein bisschen besser läuft. Ich weiß auch nicht, was hier los ist mit der Konsole beim letzten Mal gewesen. Also ich hoffe, dass es besser ist, wenn es immer noch Lags gibt. Tut es mir natürlich leid. Ja, und wir müssen jetzt in diesen Turm hier beklettern, um die Erinnerung von Sophia zu beenden, die wir ja in der letzten Folge angefangen haben. Dort haben wir ja das Paket von Sophia geklaut, von dem Schiff, wo der Bootskapitän keine gültigen Papiere hatten. Die haben wir ja jetzt zusammengesucht, also das Paket, und jetzt müssen wir hier auf den Turm hoch, um das zu lösen. So. Hier hoch. Wir müssen nach ganz oben auf dem Turm. Also ab hoch hier. Und schauen mal, was passiert. Okay. Wir müssen das Buch suchen. Da ist es. Okay. Das heißt, wir müssen dahin. Los, runter, runter. Ja, noch langsamer, Ezio. Du bist alt. Ich weiß. So. Ab hier runter. Zack. Und jetzt müssen wir da hoch. Hopp, 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 hopp. Das nehmen wir auch noch kurz mit hier. Man weiß ja nie. Jetzt die Wand hier hoch. Na. So. Okay, da wird es schwer. Dann müssen wir versuchen, mal hier hochzukommen. Ja, danke. Und hier hoch. Nee. Ha. Dann gehen wir hier hoch. Hätte ich auch gleich die Wand hochgehen können. Ich Vogel. Naja. Und zack. Und hier hin. Okay, damit haben wir das Buch. Und müssen jetzt nach da hinten. Dann lösen wir das doch auch mal. Und gucken weiter. Bin ich mal gespannt, wo wir da hin müssen. Ich muss immer noch sagen, wenn man hier oben ist, das sieht echt schön aus. Istanbul. Also keine Frage. Immer noch einer meiner liebsten Städte in Assassin's Creed. Nein, da will ich nicht rein. Also ich finde es immer noch mega. So. Okay. Was ist hier denn los? Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay. Ah, wir müssen rüber. Okay. Wie kommen wir jetzt rüber?
Ich will aber zur Karte. Dankeschön. Da drüben ist eins. Okay. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter nach links. Da drüben steht er ja schon. Einmal hier hoch und rüber da. Sir, ich würde gerne rüber. Nach Galata. In dem Bezirk. So, jetzt sind wir da und jetzt geht's weiter zu Sophia. Also, wenn es Sophia ist. Weil es sieht auch ganz danach aus, dass wir ins Versteck gehen und das heißt, das nächste Relikt von Altair suchen. So wie das aussieht. So. Hier lang. Nein, Ezio. Loslassen. Hier hoch. Zip. Ja doch, wir gehen mal zum Arzt. Ich bin sehr versiert in den. Genau, Sie sind sehr versiert, sehr schön. Apothekenbedarf, Medizin, voll. Perfekt. Ich tat, was ich konnte. Versuch die Wunde nicht wieder zu öffnen. Jetzt müssen wir hier hoch, anscheinend. Okay. Dann ab nach oben. Zack, zack. Zack, zack. Hier hoch. Also die Klinge macht es wirklich einfacher, die wir jetzt bekommen haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube, Hakenklinge, sowas. Die Hakenklinge, weil ich finde, man kann halt viel größere Strecken überwinden mit der und das halt extrem einfach auch. Das macht das gesamte Klettern hier deutlich vereinfacht. So. Dann klauen wir uns noch kurz das, was hier drin ist. Und gehen jetzt hier ran. So. Ab rein da. Okay. Der Galaturm. Und hier müssen wir jetzt nach weiteren Hinweisen suchen. Ist in Ordnung. Okay. Bisschen übertrieben.
Und das war dumm. Oh Gott, ich sag gar nichts. Ich sag da lieber nichts zu. Zu der Aktion. Ich habe Ezio umgebracht. Perfekt. So. Kann halt auch falsch klettern. War es ein Zufall? Ja. Also jetzt sind es aber ganz schön viele Zufälle. So. Einmal hier runter. So, dann hier rein. Okay. Da müssen wir hin. Mal ein bisschen räuspern. Zack. Zack, zack. So. Hier rüber. So. Sehr schön. Hier rum. Perfekt. Zack, zack, zack. Und hier hin und hier hoch. So. Ja. Danke. So, und hier lang. Durch den Wasserfall ist cool. Also durch den Wasserfall sah echt cool aus. So. Hier hoch. Zack. Glück als Verstand. Perfekt. Hier hoch. Nein! Och, Ezio. Weil ich einen Millimeter zu weit nach rechts geguckt habe auf dieser Plattform. Weil ich es zu schnell machen wollte. Och man. So.
Zack. Hier hoch. So. Jetzt hat er's. Jetzt einmal hier rum. Und hier hoch. Nochmal. So, geht doch. So und so. Okay, halten wir fest, Ezio ist selbstmordgefährdet. Aber okay, wenn er das möchte, kann er das gerne machen. So. Dann nehmen wir erstmal das hier weg. Nehmen das hier mit. Dann suchen wir gleich mit dem Adlerauge nach dem Eingang. Weil das müssten wir mit dem Adlerauge dann finden. Da haben wir's. Und Rainer. Jetzt haben wir den nächsten Massiv-Schlüssel in unserer Sammlung. Ich fand das Grab relativ cool, muss ich sagen. Das, also dieses gesamte, der Parcours, der hat mir gefallen. Persönlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch fürs Zuschauen, ob ich das da genauso gefallen hat, aber ich fand jetzt so von dem Gefühl, was man einem vermitteln möchte in diesem Parcours, extrem cool. Hat mir gefallen. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Und hier hoch. Und gehen mal einen weiter zu Ezios Erinnerungen und zu der Erinnerung Sophia vor allen Dingen. Obwohl, ich geh mal kurz hier hin. Ich will mal kurz die Kleidung ein bisschen verändern, farblich. Weil hier gibt es ganz, also finde ich jetzt, coole Sachen. Und da gefällt mir das aktuell am meisten, das Massiv-Weiß. Das will ich haben. Das sieht ganz cool aus. Das gibt so diesen Assassin-Vibe wieder, in Weiß hier rumlaufen. Das gefällt mir. Ja, ich bin in den letzten Teilen auch nicht immer in komplett weiß rumgelaufen. Aber ich weiß nicht, dieses Game habe ich Bock in weiß zu bestreiten. Mit der weißen Kleidung. Nee, ich kann nichts abgeben. Kiste.
Ihr lasst meine Kinder verhungern? Was seid ihr? Nein, das lässt du selber. Es kann kein besseres Angebot geben. Weil du hättest arbeiten gehen können. So. Gehen wir mal noch zur Bank. Heben noch mal vor den Weibern schön das Geld ab. Und gehen jetzt zur Erinnerung von Altair. So. Aber bevor ich da reinrenne, schaue ich mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, ein bisschen können wir noch. Ein bisschen können wir noch. Würde ich sagen, erledigen wir jetzt noch die komplette Erinnerung, die wir jetzt wahrscheinlich freischalten werden. Ja, also dann erledigen wir noch die Erinnerung und dann können wir auch dann Feierabend machen. Feuer in der Hand, alter Mann. Es hätte zerstört werden müssen. Und damit das einzige zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Vergebt mir, mein Lehrmeister, doch der Apfel hat euch verdorben und durch euch hätte er uns verdorben. Ihr musstet sterben, damit wir leben können. Ist der Zauberer tot? Ist es wahrhaft vorüber? Er war kein Zauberer. Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber... Altair, einige der Männer werden das nicht gutheißen. Überlass das mir. Könnt ihr ein Pferd reiten? Kann ich. Ja. Ich bat Malik, die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Würdet ihr nach Akon reiten und dasselbe tun? Natürlich. Was geschieht hier? Wie konnte es dazu kommen? Mein Verstand war klar, aber mein Leib, er war wie gelähmt. War unser Mentor. Jetzt sehen wir, was danach passiert. Das glaube ich nicht. Was ist hier geschehen? Unser Mentor täuschte uns alle. Die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise? Kommt mit mir, Abbas. Ich erklär's euch. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Erinnert ihr euch an das Artefakt, das wir Robert de Sable abnahmen in Salomos Tempel? Das Artefakt, das ihr beschaffen solltet und andere brachten? Ja, es ist eine Templerwaffe. Der Edenapfel. Es erzeugt Illusionen und beeinflusst den Verstand. Eine tödliche Waffe. Und ihr glaubt, Al-Mualim stand unter seinem Zauber? Jawohl. Heute benutzte er den Apfel, um Masyaf zu versklaven. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ich weiß nicht, was ich sah. Hört zu, Abbas. Der Apfel ist sicher in Al-Mualims Kammer. So ich fertig bin, zeige ich euch. Altair! Nein! Ich muss sicher sein, dass er nicht zurückkehrt. Das ist gegen die Regel. Eines Mannes Leiche zu verbrennen ist verboten. Der Frevler! Hört mich an! Diese Leiche könnte eines von Al-Mualims Phantomen sein. Ich muss sicher sein! Lügen! Schon euer ganzes Leben beschmutzt ihr unser Credo. Ihr beugt die Regeln, wie es euch beliebt, während ihr die um euch herabsetzt und beleidigt. Zügelt ihn! Hast du nicht gehört?
Al-Mualim war verhext. Uah! Oh! Du kannst dir nicht fallen für deine Sünden, Idiot! Okay. Los! Ach, jetzt ist das Gesicht! Ich werde alles tun, nur lass mich gehen. Oh. Lass mir vom Leib. Was glaubst du, was du da tust? Schreck mir nicht. Dein Hund ist getötet. Wir könnten Freunde sein. Und du lässt mich einfach gehen. Ja? Okay. Ihr müsst mich nicht töten. Ach, Druck! Nicht nachlassen! Vergiss nicht, jetzt immer die Waffe in der Hand nehmen. Nee, okay, gut. Was sagte ich euch, Altair? Abbas, halt! Was dachtet ihr würde geschehen, wenn ihr unseren geliebten Mentor ermordet? Ihr liebtet Al-Mualim am allerwenigsten! Ihr gabt ihm die Schuld für alles, selbst für den Freitod eures Vaters. Mein Vater war ein Held. Es ist nicht die Zeit, über Vergangenes zu streiten. Wir müssen entscheiden, was wir mit dieser Waffe tun. Wozu dieses Artefakt auch fähig ist. Ihr seid nicht würdig, es zu führen. Niemand ist das. Es ist schön, oder nicht? Okay, Alter, hier, komm. Da! Oh Gott. Okay. Wir müssen warten, also bis dieser Apfel abgeht. Da können wir dann nichts machen. Außer warten. Ja, hier. So. Oh Gott. Und jetzt sind wir da. Vergebt mir. Ich wusste nicht. Vermagst du uns etwas zu lehren? Oder führst du uns alle in den Ruin? Okay. Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo Altair herausgefunden hat, was der Edenapfel kann. Altair, gerade 26 und schon der Anführer eines zerstrittenen Ordens. Wie erträgt man so viel Verantwortung und so grenzenlose Macht? Naja, jetzt hier wirklich ertragen tut man es nicht. Ich glaube, er hat es einfach nur akzeptiert, Altair. Dass er jetzt mit 26 den Orden leiten musste. Es ist halt schwierig zu sagen. Aber er wurde ja mehr oder weniger durch den alten. Ich habe die Bekanntschaft eines osmanischen Prinzen mit Namen Süleyman gemacht. Ein gewitzter junger Mann mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Ausstrahlung. Auf seinen Rat hin werde ich einigen verdächtigen Janitscharen nachstellen, die womöglich mit den Templern im Bunde stehen. Mit etwas Glück führen diese mich direkt zu den Anführern der Templer.
In der Zwischenzeit hilft mir die Venezianerin Sofia Sator weiterhin die versteckten Schlüssel zu finden. Sie ist eine tüchtige Frau, voller Elan und Leidenschaft, und ich genieße ihre Gesellschaft sehr. Jedoch wage ich nicht, ihr den wahren Grund meines Aufenthalts zu verraten. Oder gar meinen Beruf. Ich möchte niemanden in unseren Kampf hineinziehen, der sich nicht freiwillig dazu bereit erklärt. Ehrenmann Ezio, Sequenz 5, Erbe des Reiches. Okay. Also wie gesagt, Altair hat, glaube ich, nicht wirklich viel Wahl gehabt. Dadurch, dass Almualim ja so durchgedreht ist, blieb ihm jetzt nicht wirklich viel Wahl, was den Orden anging. Aber es ist interessant, diese zwei Parallelen hier jetzt laufen zu haben. Wir müssen mit Ezio, ne, den Prinz Süleyman und das Ganze retten und dann noch gleichzeitig die Sachen für Sophia erledigen und Altair. Das ist interessant, aber wir schauen, wie es weitergeht, und zwar in der nächsten Woche. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich tierisch über einen Daumen nach oben freuen, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich auch tierisch über ein Abo freuen, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Bis dahin, ciao.